Abzocke mit Coins und Trading-Systemen. Droht den Investoren von Paraíba und Trillient dasselbe Schicksal wie den Opfern im OneCoin-Skandal? Unsere Fragen beantwortet Rechtsanwalt Jochen Resch heute beim Business Talk am Kudamm. Herr Resch, schön, dass Sie wieder bei uns sind beim Business Talk am Kudamm. Wir hatten das letzte Mal schon ein sehr, sehr spannendes Thema und heute geht es um ein neues Unternehmen, was auch so ein klein wenig Sorge bereitet. Das ist Paraíba World. Und viele sind hier Opfer geworden von einem Betrugsfall. Was für ein Versprechen hat denn Paraíba seinen Investoren gegeben und wie wurden diese ins Boot gelockt? Paraíba World ist eine sehr eigene Welt. Paraíba gibt es nebenbei gar nicht mehr. Das ist ein Nachfolgemodell, das heißt jetzt Trillant. Mhm. Begann aber als Paraíba World, deswegen ist auch der Begriff durchaus richtig. Eigentlich wurde gesagt, ihr gebt uns Geld, wir machen damit Trading, Krypto. Wir haben weltweit die Trader und die verdienen für euch das Geld. Und ich habe mir mal einen solchen Beitrag angeschaut. Das Ganze läuft über Influencer. Dort habe ich mir einen Beitrag angeschaut, eine Stunde. Dort wurde eigentlich eine Mathematikstunde gegeben, in Zinseszinsberechnung. Da wurde gesagt, wenn ihr in dieses System beispielsweise 1.000 Euro einzahlt, dann könnt ihr den Bonus erhöhen durch die Anwerbung weiterer Kunden. Ihr könnt aber auch eigene weitere Konten aufmachen, dann kriegt ihr auch euren Bonus, wohl bis zu 10 eigene weitere Konten, dass ich also auf diese Art und Weise mich selber werbe. Natürlich, wenn ich noch Fremde dazu werbe, dann gibt es noch mehr einen Bonus. Es ist also ein reines Multilevel-System. Multilevel-Systeme sind, wenn kein Geschäftsmodell dahinter steht, strafbar. Alle auf den oberen Ebenen, die das Ganze organisiert haben, machen sich strafbar und haftbar. Diese Mathematikstunde habe ich so in Erinnerung, dass ich bei geschicktem Einsatz meines Geldes allein durch Boni aus meinen 1.000 Euro am Jahresende 11.000 und sowas gemacht habe. Das ist ein guter Satz. Das ist ein guter Satz. Ne? So, wenn ich dann noch mehr reingebe, erhöht sich das. Also je mehr ich reinstecke, umso höher meine Zinsen. Die Gesamtsumme, die angeblich eingesammelt wurde, ist über 1 Milliarde. Da gab es jedenfalls den großen Bericht, hurra, wir haben die Milliarde geknackt. Wahnsinn. Und was tatsächlich passiert, es wird behauptet, es wird getradet. Wie das Geschäftsmodell ab, wo und wer da tradet, bleibt völlig offen. Eigentlich, und jetzt sind wir bei der Frage, die wir schon an anderer Stelle mal beantwortet haben, wie erkenne ich denn, ob das wohl echt sein kann oder nicht. Hier ist es sogar relativ einfach. Hier gibt es eine Bank, Unique Private Bank, die das Ganze organisiert, die Plattform Paraíba macht. Die Unique Private Bank hat ihren Sitz angeblich in Morelli. Wenn Sie mich fragen, wo das ist, ich vermute, Sie wissen das nicht, keine Bildungslücke, sondern der kleinen Insel der Komoren im Indischen Ozean. Ah ja, okay. Das liegt in der Hauptstadt. Diese Hauptstadt ist ein größeres Dorf, scheinbar nur eine befestigte Straße. Die Adresse ist nicht zu finden, weil es wahrscheinlich gar keine Straßennamen gibt. Es ist nicht die Spur eines Gebäudes zu erkennen, dass einer Bank, die weltweit agiert mit Milliardenumsätzen, auch nur annähernd gleich käme. Also jeder könnte sehen, mit dem Blick auf Google Maps, da ist nichts. Wenn ich mir die Mühe mache. Ich habe das in vielen eigenen Beiträgen gesagt, habe immer wieder gegeben, guckt doch selber nach, wenn ihr es nicht glaubt. Guckt selber nach, was ist da? Da ist nichts. Es gibt auch keine Lizenz einer Bank, obwohl das gesagt wird. Die dortige Bankenaufsicht hat keine Lizenz erteilt, hat sie mitgeteilt. Also da sehe ich, dass dieses Unternehmen, also es gibt keine Unique Private Bank, es ist keine existente Bank. Man guckt sich die Website an, sieht grandiose Bilder von Hochhäusern, von Reichtum, es ist nur schlichtweg nicht existierend. Mhm. Dann gibt es einen Crypto-Exchanger, also wo ich das Geld irgendwie umtausche in
Kryptowährungen. Der sitzt im Kaukasus. Wenn man sich da Google anschaut, irgendwie in einer kleinen Hütte. Durchaus denkbar, Krypto-Exchange können ja sein, aber wie gesagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es ein Geschäft betrieben wird. Wieder bestätigt dadurch, dass wir erhebliche Wallets gefunden haben, mit erheblichen Summen drauf, was ja gar nicht sein könnte. Denn wenn damit getradet würde, müsste permanent was rein und raus gehen und Gewinne, also es müsste ein hektischer Verkehr auf diesen Wallets sein, ist aber nicht. Wir haben im Sommer diesen Jahres uns das näher angeschaut und dazu geschrieben. Ich bin dann heftig angefeindet worden, dass ich das alles nicht verstehe. Alter Mann, hat keine Ahnung, begreift nicht die Größe dieser Idee. Für mich nichts Ungewöhnliches, das haben wir schon öfter erlebt. Aber es hat dazu geführt, und ich habe gesagt, ihr könnt doch einen Test machen, könnt euch retten, holt das Geld raus. Wenn ihr jetzt 50, 100.000 auf dem Konto habt, zieht es ab. Das ist eigentlich immer der Weg, wie man ein Schneeballsystem in den Zusammenbruch bringt. Denn wäre es ein ordentliches Geschäft, wäre es ja kein Problem, da kriegt man sein Geld raus, zumindest seine Gewinne. Hier führt es dazu, dass so langsam dann die Zahlungen eingestellt wurden. Und der Mann im Hintergrund, Erich Ely, der auch bei OneCoin eine Rolle gespielt hat, der hat dann schon einen ziemlich genialen Schachzug gemacht. Er hat dann gesagt, wir bereiten etwas Neues vor. Und die Überraschung kam, dass das gesamte Vermögen, das ich habe, also auf meinem Wallet, meinem Konto, ja, da sehe ich, dass ich 100.000 drauf habe zum Beispiel. Ich habe 1.000 eingezahlt und 2.000, inzwischen sind es 100.000 geworden. Das kriege ich nicht mehr ausbezahlt, sondern das wird umgewandelt in ein Token für den zukünftigen Trillant Paycoin. Also eine Kryptowährung, die dann noch geschaffen werden soll. Also ich habe jetzt kein Geld mehr, ich habe auch kein Guthaben mehr, ich habe alles umgerechnet an einen Token für einen zukünftigen Coin, der noch nicht existiert. Also habe ich nichts. Eigentlich habe ich nichts. Aber ich hatte ja vorher auch nichts, also ist nicht weiter schlimm. Also von daher ist es. Okay. Also das Nichts wurde umgewandelt in ein weiteres Nichts. Der Vorteil ist, dass jetzt alle, die diesen genialen Weg nicht mitgehen, ein Jahr auf die Auszahlung warten müssen, die natürlich nicht stattfinden wird, meine Prognose. Oder jetzt den Token des zukünftigen Trillant Paycoin haben, der einen Monat später, aber das ist ja auch schon wieder längst vorbei, dann gelauncht werden sollte. Und aus den 100.000, der Wert sollte sich nochmal verdoppeln dann. Also ich habe jetzt 100.000 und durch die Umwandlung meines Vermögens in den Token, in den Trillant Paycoin, habe ich jetzt 200.000. Aber der wurde auch gar nicht gelauncht? Noch nicht. Okay, aber vor einem Monat eigentlich schon? Eigentlich schon vor einem Monat. Und er wird ziemlich sicher auch nie gelauncht werden. Ja. Und wenn er gelauncht werden würde, dann wäre er genauso bewertet wie vorher, null. Denkt man natürlich, dass man noch eine tolle Idee bekommt, dass man die ganze Community einlädt, nach Moeli zu gehen, dort ein Dorf gründet und sagt, wir machen jetzt unsere eigene Community und wir bezahlen alle mit dem Trillant Coin. Ne? Wir sind uns alle einig. Schöne Vision, ja. Das hat man so eine eigene Währung, eine eigene Community. Aber hier haben wir das Phänomen von vielen solchen Sachen. Hier sind im Wesentlichen Menschen versammelt, die große Zweifel an dem System haben, die Banken nicht trauen, die dem Staat nicht trauen, die bis in so rechte Verschwörungstheorien gehen und dort entsteht eine Community, die fanatisch ist, die nicht zu knacken ist, die je mehr Beweise geliefert werden, umso stärker auch die Gegenbeweise aufbaut. Also es ist wie ein Kult. Und da gibt es die Halsbringer. Und einer oder der Hauptheilsbringer ist der Erich, der alles besser weiß und der natürlich viel besser als wir alle den Blick in die Zukunft hat. Und nicht nur, dass er Trillant macht, sondern das ist auch ein System, das nachhaltig ist und die Welt retten wird. Ja, und gerade die Weltlage gibt natürlich auch ganz viel Angriffsfläche für diese Verschwörungstheorien. Ja. Viele Menschen haben Angst und stürzen sich dann in richtig, solche Systeme. Und könnten jetzt vielleicht also auf diese Art und Weise ihr letztes Geld noch retten, nicht gegen die Inflation, um das Ganze in den Trillant Paycoin umzuhelfen.
Das heißt also, die Investoren wurden auch wieder wie üblich über das Internet gewonnen, über Social Media Kanäle, ja, Telegram. Hier mehr. Es ist ein Multilevel-System. Also ja. Das Verständnis, also wir kennen ja die üblichen Multilevel-Systeme wie Avon und dergleichen. Ist alles erlaubt. Aber wo ich anfange, ohne ein Basisprodukt etwas zu verkaufen oder das Verhältnis der Provision nicht mehr im Verhältnis zum Wert des verkauften Produktes steht, wird es kriminell. Wenn gar nichts da ist, nur heißer Duft verkauft wird, ist es kriminell. Also das heißt, jeder, der in diesem Video ist und zu sehen ist und das Ganze anbietet, obwohl er natürlich einen Disclaimer dann hat, das ist keine Empfehlung, was er macht. Das ist alles also seine Meinung und damit wird er nicht durchkommen. Aber auch hier sind wir in einem wieder rechtlich neuen Bereich. Die Rechtsprechung hängt immer Jahre hinterher. Und wir werden hier sehen, inwieweit die Influencer, vorher sagte man Vertriebler, auch sich strafbar machen. Oder nur haftbar. Haftbar auf jeden Fall. Und das sind so auch die rechtlich neuen Dinge. Und natürlich auch hier das Gleiche wie in anderen Fällen. Wir haben die Wallets gefunden. Wir haben gesehen, es sind erhebliche Beträge drauf. Auch hier wieder viel mehr, als man brauchen würde. Aber im Moment hält die Community noch zu. Es gibt nur, nach meiner Beobachtung, Einzelfälle, die verstehen, dass sie veräppelt worden sind. Sondern es ist eine Community, die auf den Erlösungstag wartet. Den Launch des Trillion Paycoin. Gut, Herr Resch, jetzt haben wir so ein bisschen die Hintergründe aufgedeckt. Deswegen nochmal ganz klar die Frage an Sie. Wenn ich geschädigt bin durch diese Company und durch den Herrn Erich Ely, was kann ich denn tun, um an mein Geld wiederzukommen und aus dieser ganzen Bubble vielleicht auch wieder rauszukommen? Es gibt verschiedene Ansätze. Also einmal haben wir, da es ein Multilevel-System ist, Ansprüche, Schadensersatzansprüche gegen die oberen Ebenen, die dieses so wärmstens empfohlen haben und die dabei eine sehr satte Provision verdient haben. Ja. Also auf der oberen Ebene kann man richtig reich werden. Das sind Personen, die wir kennen, stellen sich ja öffentlich dar mit ihren Videos, die kann man in die Haftung nehmen. Dass sie sich strafbar machen, ist eine andere Sache, aber wie kommen die Leute ihr Geld? Das wäre ein Schadensersatzanspruch, den es gibt. Natürlich gibt es auch gegen die ganz obere Führungsmannschaft, also Erich Ely macht ja auch seine Sachen, aber er ist wohl nicht in Deutschland. Es gibt eine Strafanzeige, die wir erstattet haben gegen ihn. Aber wir denken, dass er wahrscheinlich in Florida ist. Dass das ziemlich dumm ist, will ich hier nicht verraten. Er wird es ja sicherlich sehen, aber müssen wir nicht. Also er ist nicht in Deutschland. Er wird sicherlich irgendwann vor Gericht stehen. So geschickt wie die Dame von OneCoin wird er sich nicht verhalten können, weil ihm einfach der Hintergrund fehlt zu dem Ganzen. Dann haben wir natürlich gegen ihn auch einen direkten Schadensersatzanspruch. Wir können auch, wenn wir die Wallets haben und blockieren können, dann auch wieder auf diese Masse zurückgreifen, die für den Schadensersatz der Anleger geeignet ist. Es ist sehr komplex. Was ich jetzt in knappen Worten zusammengeführt habe, ist hochkomplex, weil wir auch in verschiedenen Ländern agieren. Das ist nicht nur Moeli mit der schönen Unit Private Bank in der Wüstenpiste, sondern eben möglicherweise auch Florida. In vielen Ländern wird das Ganze vertrieben, in Österreich, Deutschland. Weltweit ist angestrebt. Es gibt andere Orte wie im Kaukasus, wo der Crypto Exchange ist, Unique Exchange. Das muss alles zusammengeführt werden. Und deswegen Anleger, die auf Geld warten, werden sich auf Jahre einstellen müssen. Aber insgesamt denke ich, dass eine ganz gute Chance besteht, dass sie ihr Geld wiederbekommen können, wenn sie denn den richtigen Weg machen. Strafanzeige alleine hilft nichts, weil eine Strafanzeige der Bestrafung dient, aber nicht zur Entschädigung der Opfer. Da muss man einen eigenen Weg gehen. Okay, aber man muss kombinieren. Aber das Allerwichtigste ist, ich muss das erstmal realisieren, ich muss tätig werden und ich muss diesen ganzen Prozess starten, denn von allein wird sich... Mindset muss sich ändern. Ja. Das heißt also, hier ist es eine gläubige Gemeinschaft, die, wenn man die Kommentare liest bei Trustpilot oder bei Telegram, auf dem Telegram-Kanal,
das sind fanatische Menschen teilweise, die einfach nicht von ihrem Glauben ablassen und mich als den großen Störenfried ansehen oder wie auch immer, der sie aus ihrem schönen Traum aufwecken will und der ihren Glauben kaputt macht. Und das ist gefährlich. Das sind, wenn man das Ganze beobachtet, haben viele ihr gesamtes Geld eingesetzt. Immer mehr, immer im Glauben, dass je mehr sie einsetzen, je höher wird auch der Bonus sein. Also es ist, wird ein ganz, ganz böses Erwachen geben. Herr Resch, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren, wieder einen Fall mit uns durchgegangen sind. Hat Spaß gemacht, das Interview zu führen und wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Dankeschön. Bedanke mich bei Ihnen.